Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen heute gleich wieder in die Mamas altmodische Geheimnisstatulle rein. Da haben wir hier den Mythic Zoidberg. Zoidberg geil, Schatulle finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber gut. So, dann haben wir hier die Lord Griffin Tirebox nach wie vor. Diesmal verlinke ich das unten in der Beschreibung. Da könnt ihr dann gucken. Das ist ein Link zum Erklärungsvideo. Lord Griffin sagt Centmünzen, Peter, Daughtery, Mansion, Dinner Date Front, Lois Griffin und das ist diese Dream Millionär. Genau. Sorry, neue Karten. Plus diese ganzen Combo Masteries hier. Wie gesagt, wenn ihr das Originalvideo sehen wollt, schaut unten in die Videobeschreibung rein, da ist es dann drin. So, dann haben wir hier Max in Charge, Tom Landry's Baseball Team, Himalayan Observatory, Monks, Mac Griffin, Cuddles, Chinchilla, Addict Wayne, Playlist Mac. Diese Karten sind für den Mac Clash, der morgen starten wird, also eigentlich heute. Wir haben ja jetzt bereits Montag, sorry. Heute starten wird, sorry Leute. Und diese ganzen Combo Masteries hier auch unten in der Videobeschreibung der Link zum Originalvideo, wo ich das auseinandernehme und genauer erkläre. So, dann haben wir das Mythic Tina Pack mit Conic Bender, Beer Festival, Beer Tasting, Francine Smith. Francine Smith gefällt mir überhaupt nicht da drin. Tina wird man kaum bekommen können. Naja, ein bisschen schade das Ganze. Also, dann haben wir als allernächstes, ja, da sind wir ja eigentlich schon soweit. Da sind wir hier schon in der Combo Mastery von heute angelangt. Hier haben wir den Responsible Cocaine User Bullock. Den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Gucken mal, was das Ding überhaupt drauf hat. So, das ist der hier. Das ist ein Bullock. Und ich ahne schon, in der Mythic-Version wird das wahrscheinlich richtig crazy shit sein. Also hier haben wir mit Prescription Weed, mit Leon Pedard, mit Hypnotoad, auch in der Mythic-Version, mit Refreshing Crack, Baked Evil Monkey, Olive Addict, Chinchilla Addict Wayne, Stems and Seeds, da lassen wir jetzt einfach mal weg, Toad Licking und Butterscotch Cookies. Dann kommt auf der rechten Seite, kommt dann raus eine Mauer und dann kriegst du Angriffspunkte mit dazu, wenn eine Combo gespielt wird und Gas. Ist natürlich crazy. Also selbst hier jetzt schon mit der Toad Licking in Rare ist es schon ziemlich geil. Und hier mit einer Chinchilla Addict Wayne zum Beispiel noch, natürlich noch eine Spur geiler, aber so viel Unterschied macht es noch nicht mal aus hier. Wahrscheinlich, wenn man mal vergleicht, wird es die Lebensanzahl sein. Ja, da geht's gewaltig dann runter in der Lebensanzahl. Aber ansonsten ist das von den Werten her ziemlich vergleichbar. Jo! Auf jeden Fall eine geile Kombo. Und für die Leute, die einen Bullock in Mythic-Version haben und zu viel Gems bei sich auf dem Konto, macht eventuell Sinn, sich das Ding zu holen. So, dann haben wir hier den Greasy Skadooch. Den schauen wir uns jetzt auch mal genauer an. Greasy Skadooch habe ich auch schon ab und zu mal gespielt. Gehen wir mal hier auf. Nein, gehen wir nicht, weil ist ja Mythic Bob. Dann gucken wir hier mit einer Wrestling. Da hast du 20-fach Punch und 21-fach Angriff. So, hier sind wir jetzt schon im First-Hit-Bereich mit der Blurrens Ball mit 24 Punch und 22 Angriff. Bedeutet, wir wären schon bei 46 im First Hit. Und das ist aber auch die einzige Kombo-Möglichkeit in Legendary, die es da gibt. 46, darauf 10%. Also hier wären es dann 26, da wären es dann 24. Wir sind bei 50 im First Hit. Reicht noch nicht, um eine Mythic Louise platt zu machen, aber um einiges anderes klein zu bekommen. Muss sich jeder selber überlegen. Ich denke, das Ding, wenn man da 30% drauf klatschen würde, dann wärst du 30 Punch, 28, also bei 58. Also die Leute auch hier wiederum für die Whales oder so, aber die spielen den nicht. Glaube ich nicht. Ist die eine Blurrens Ball? Weiß ich nicht.
So, bin ja kein Whale. So, dann haben wir hier den Solid Gold Tuxedo. Und das ist dieser da. Das ist ein Peter mit einem Bag of Nickels. Und ja. Peter mit Bag of Nickels. Ja. Und dann kommt dann auf der rechten Seite das Teil raus hier. Da kriegst du dann Angriffspunkte mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Und du hast Motivieren. Boah. Gehen wir mal runter. Sieht man gar nicht so richtig. Boah. Ja, es ist halt jetzt wieder so eine Rich-Combo. Aber eine, die ich nicht so toll finde. Hier ist der Maggerbänder. Mit Kostümkarten. Was heißt mit Kostümkarte? Mit einer einzigen Kostümkarte. Das ist mit Rogers Kleiderschrank. Und dann kommt auf der rechten Seite, wenn wir das Ding hier mal maxen würden, da kommt dann hier eine Mauer raus. Und da Blutsauger, 26, 22 Angriff und 66 Leben. Das Ding ist halt einfach nicht klein zu kriegen. Nicht so wirklich, ne? Weil du hast einmal die Mauer und dann hast du noch den Blutsauger. Und der hält schon echt verdammt viel aus. Also da muss schon einiges dagegen gesetzt werden, um den kleinen zu kriegen. Geht natürlich, aber geht nicht so einfach, ne? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, da nochmal 10% drauf, könnte auf jeden Fall interessant sein. Naja, aber ich warte. Die Steinchen sind so wertvoll und da möchte man dann doch das Bestmögliche rausholen, ne, aus dem Ding. Ja, Leute, oben in der rechten Ecke erscheint jetzt mit Sicherheit irgendwie so ein kleines Ding da, wo ihr abstimmen könnt. Wie fandet ihr die heutigen Combo Masteries? Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.